Club-Location geworden ist. Insgesamt 2 Jahre wurde hier umgebaut. Alle Räume, die ihr hier seht, stehen unter Denkmalschutz und die ältesten Räume, wie dieser hier, ist aus dem 13. Jahrhundert. Nicht auszudenken, was hier alles im Mittelalter passiert ist. Und jetzt tanzen wir hier fröhlich. Ja, ich finde, wir können alle ein wenig stolz sein, dass wir heute hier bei der Eröffnung sind. Apropos groß. Wenn ihr denkt, dieser Club ist groß, dann habe ich jetzt eine Überraschung für euch. Es gibt noch mehr. Ein Bereich ist noch nicht eröffnet und in Kürze werden wir einen Weinsalon eröffnen im Elysium. Das heißt, für Genussmenschen wird es Wein und Musik geben in dem jetzt noch nicht offenen Bereich. Verfolgt bitte unsere Homepage, wir werden alles auf der Homepage ankündigen. Und weil der Club auch sich so fabelhaft für Live-Musik eignet, werden wir zukünftig eine Open-Jam-Session hier haben. Das heißt, ihr bringt eure Instrumente und eure eigenen Fans und dann gibt es ab Mittwoch hier immer Live-Open-Jam-Sessions. Ja, die Orientierung, man verliert hier leicht die Orientierung. Um euch Orientierung zu geben, gibt es die Homepage, wo auch ein Plan abgedruckt ist. Eigentlich habe ich gedacht, jeder von euch bekommt einen Plan am Eingang. Naja, was soll ich euch sagen? Es gibt 5 Bereiche und es gibt 3 Floors. Freitag und Samstag haben wir jeweils um 10 offen, aber Donnerstag, da öffnen wir schon um 19 Uhr. Gleich nach der Arbeit herkommen und ein bisschen shaken. Ich finde, das ist richtig gut. Für die Tänzer unter euch, ich habe viele, viele gute Tänzer gesehen, man kann hier auch unter der Woche Salsa-Kurse und Cha-Cha-Cha lernen. So, aber jetzt ist es Zeit für heiße Rhythmen und einen Salsa-Live-Act. El Barrio All-Stars, das sind 6 Musiker aus Südamerika. Die haben sich was ganz Besonderes für den heutigen Abend überlegt und die bezaubernde Carla Natascha eingeladen und die charismatischste Stimme aus Kuba. Ricardo Tropper, Carla Natascha, bitte einen Riesenapplaus für die Musiker.